Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dark Cloud. Weiterhin mit Mr. Darkness Project. Falsche Ansage. Okay. Hallo Leute, hier ist wieder euer Ice Edge 88. Falsche Ansage. Na, ist egal. So, wir waren im Dorf Nollon und das haben wir nun fertig. Hier sehen wir nochmal die Götterbeast-Höhle. Aber wir sollen ja ins Dorf Posha, oder wie man es auch mal ausspricht, genau. Und deswegen, Jorp, das Dorf Porsche. Meinst du, dass das gesund ist? Mm-mm. Bin ich aber auch felsenfester Meinung, dass das nicht gesund ist. Ich habe mein Vigvaporub vergessen. Verstehst du, Vigvaporub? Nee, ich habe hier auf dem Tisch stehen Vig-Hustensirup. Ah. Wir sehen hier einen großen Wasserfall mit einem Schild. Jede Menge Wasser, das nicht mehr da ist. Jede Menge Wasser da. Oh Mann. Ah, guck mal da. Da ist Herkules. Guck mal, der hat Schiss vor dir. Ich hätte vor mir auch Schiss, so wie ich aussehe. If you know what I mean. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow, die Stadt ist etwas größer als Nollon, würde ich behaupten. Hier ist Fluss. Aha, hallo Fluss. Wow, die ist viel größer. Hier ist auch Fluss, aber keine Höhle oder so. Oh, gehen wir mal hier hin. Aha, hier könnte man also wieder angeln. Schön. Was sonst ist hier? Nix? So. Nö, okay. Kann mal einer diesen doofen Hahn abstellen? Der fängt langsam an, mich zu nerven. Was haben wir da? Da haben wir Haus. Was auch immer für Haus das sein. Baumhaus. Okay. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Also hier sollte, denke ich mal, Wasser drin sein. Okay. Gehen wir mal hier hin. Ich gehe mal davon aus, dass du wahrscheinlich die Wassergräben verbinden musst. Nee, also man kann auch irgendwie da lang, aber das sieht so aus. Okay, wo sind wir hier? Hier kann ich auf jeden Fall schon mal nicht mehr ins Menü gehen. Das heißt, entweder sind wir hier richtig oder grundlegend falsch. Was ist das? Okay, das ist nur... Bei deiner Navigation würde ich sagen, da bist du grundlegend falsch. Ah, okay. Sieht gut aus. Ist eine Sequenz. Ach, das ist ein dicker Baum. Nee, echt? Redet der jetzt mit uns? Ohne Wasser ist Juraka Juraku verloren. Mein, was haben die für einen Namen, Alter? Ach, der Feenkönig. Juraku ist eine für das Element Wasser verantwortliche Baumfee. Juraku braucht Wasser, um zu sprechen. Ice Edge, mit deinen eigenen Händen musst du den Flusslauf, der in Puacha getrennt wurde, neu verbinden und Juraku retten. Dann ist Juraku bestimmt auf deiner Seite und wird dir helfen. Porsche ist ein Dorf, das ich mit Adler gerettet habe. Das Dorf kann zum Leben erweckt werden, wenn wir Adler finden. Im Eulenwald kannst du Atlas finden. Du kannst den Wald durch dieses Porsche-Tor betreten. Ich werde das Tor für dich öffnen. Hör zu, Ice Age. Zuerst der Fluss. Rette Juraku, indem du den Flusslauf verbindest. Verstanden? Haben wir denn aus dem letzten Dorf dann noch Fluss über? Oder... Weil das wäre ja mal eine Maßnahme. Würde ich behaupten, irgendwie. Na, was du nicht immer alles behauptest. Ja, also irgendwie, ne? Wäre doch cool und so. Nö. So, schauen wir doch einfach mal. Wäre zu einfach. Und zusammenbauen. Wir haben nichts. Wow, Leute. Schaut euch das an. Wir dürfen auch nicht verwenden. Wir dürfen nur Sachen aus Porsche verwenden. Okay, aber wo besorgen wir dann die Adler dafür? Wahrscheinlich? Nee, hierdurch nicht. Du
Du sollst das mit deinen eigenen Händen machen. Also, geh buddeln. Nee. Was haben wir denn hier? Vielleicht, ja doch, hier ist ja auch dieser Charakter eben langgelaufen. Boah, dieser Hahn fängt langsam echt an, mich zu stören. Junge, Alice Miller, hör auf zu krähen, ey. Das erinnert mich irgendwie an meinen Furby. So, kikriki, Sonne geht auf. Okay. Boom. Holy shit. Was? Wer um Himmels Willen? Aha. Du. Du musst zu dem Monster gehören, das das Dorf zerstört hat. Ja, so ist es. Mich kannst du nicht belügen. Dein Gesicht ist das eines Schurken. Mach dich bereit. Keine Fragen. Ah! Okay. Time to duel. Haha, fertig. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Okay. Sag mal, du bist ziemlich stark. Ich weiß, bin ja auch ich. Wäre ja auch zu einfach die Treppen hochzugehen. Ja, klar. Hör zu, ich gebe nicht auf. Mein Magen bringt mich noch um. Warte nur, bis es mir besser geht. Dann sprechen wir uns wieder. Jojo. Immer diese Ausreden, diese Belügen. Weißt du? Naja, hey. Du sagst ja auch, es fährt kein Zug mehr. Ich sage das nur einmal. Hör also gut zu. Mein Name ist... Goro! Nein. Gonzo. Gonzo? Nein. Nein! Passt nicht. Hat nicht die Nase dafür. Also die andere haben wir Nom Nom genannt. Dann nennst du den jetzt Num Num. Nein. Eckart. Ja, Leute, jetzt sind wir bei Werner angekommen. Mein Name ist Eckart. Und die Russen kommen. Ja, genau, so versessen wie der, das müsste man eigentlich Röhrig nennen, oder? Röhrig. Oh, er hat irgendwas fallen gelassen. Was ist das? Jägerohrring erhalten. Okay. Was ist ein Jägerohrring und was macht man damit? Ich denke mal, den musst du anziehen. Ah, sein Träger versteht die Sprache des Waldvolks. Okay, muss ich das also irgendwie... Nö. Okay. Also nicht. Gut, dann eben nicht. So. Versuchen wir mal da reinzugehen oder gucken, ob Eckart uns dann da runterschubst mit dem Genick zuerst und dann da steht Game Over. So. Game Over. Jetzt kommt er an mit seinem Holzhammer und dann gibt's Beule. Ich habe meinen Jägerohrring verloren. Hast du sie gesehen? Wenn man sie trägt, kann man die Waldfeen verstehen. Ich benutze sie, um mit Yuraka zu reden. Und wenn ich die Sprache schon kann und sie nicht brauche... Oh, ich frage mich, ob der Yuraku-Baum wohl noch so verdorrt ist. Willst du ihn auch sehen? Du findest ihn im großen Loch mit einem Dorf. Ja, okay, da waren wir ja schon. Ey, hast du Truhe, ja? Okay, er hat keine Truhe. Sprechen wir ihn nochmal an. Okay. Okay, er sagt immer dasselbe. Dann gehen wir mal. Wir hätten ihm den Jägerohrring auch einfach in die Hand drücken können, aber so assi wäre zu und zwar kann er mich am Arsch kraulen. So. Kann er mir die Picke von der Popo krabbeln, du? Oh, Alter. Aber ich denke, das wäre richtig gewesen. Ob richtig oder falsch, entscheide ich. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ich brauche kein Licht, ich bin Gamer. Stimmt. Wir vertragen ja auch nur LCD und so. Genau. Und eine Frau brauche ich auch nicht. Richtig. So, ja, die Quizfrage ist immer noch, wo müssen wir hin? Hier kamen wir her. Ah, wahrscheinlich hier. Jetzt ist ja hier auch
the door offen und so. So. Ah, Eulenwald. Ja, hier sind wir richtig. Revier 1. Okay. Jetzt wird das hier schon Revier genannt. Und, der liebe White Seal hat mich ja schon vor den Wochentagen gewarnt. Das sollen so Monster sein, die... Was ist das? Anscheinend will sie etwas. Benutzt den Gegenstand mit bla, okay? Okay, hier sind die Frame Drops schon etwas höher. Mal hoffen, dass sich das noch beruhigt. Okay, ich höre was. Ah, das sind die Feiertage. Aua! Ja, die tun allerdings weh. Aua! Ich meine, okay, die tun jetzt nicht, wenn man weiß, wie die attackieren, dann kann man den, glaube ich, ordentlich ausweichen. Oh, ich habe meine Truhe und Windstein, okay? Und hier haben wir Schnurrbartschlüssel erhalten. Okay. Das ist wahrscheinlich wieder so eine Spezialtür. Wie wir das in der Götterbiesthöhle mit dem Knochenschlüssel hatten. Wir decken erstmal die komplette Karte auf, würde ich behaupten. Ah. Da werden wir den Schlüssel wahrscheinlich jetzt brauchen. So. Ah, okay. Es geht auf. Da sehen wir unser erstes Adler. Na komm, geh auf. Bumm. Zimmer erhalten. Okay. Ich denke mal, hier geht es sich eher darum, dass wir nicht. Oh, da ist Mittwoch. Hallo Mittwoch! Wow. Das war gut. Fleischfressende Pflanze, okay? Ich habe das Gefühl, da können wir auch mit Nom Nom attackieren. Okay. Nicht den größten Schaden. Ich glaube, das lassen wir besser. Okay, dann machen wir eindeutig mehr Schaden so. Hier halt wieder ein bisschen Knete. Und hier ist eine Truhe. Und wir halten Kälte. Naja, Kälte ist jetzt nicht so mein Element. Also ich stehe... Ich meine, auf diese Affenwärme, die wir hier derzeit haben, das fahre ich nicht so besonders ab, aber... Mit Monstern hält es sich halt derzeit noch etwas in Grenzen. Aua, 19, okay. Gut, dass wir schon so viel Leben haben, möchte ich behaupten. Was haben wir da? Spitzkastanie erhalten, okay. Der Donnerstag ist aber frech, du. Ja, so wie du. Hallo? Mich verarschen? Der will mich echt trollen. Pass mal auf, mein Freund. So, mein Freund, Schluss mit witzig. Ich mag eh keine Clowns. So, das wäre die Karte. Wow, zwei normale Schläge halten die Viecher aus. Lässt du was fallen? Jawohl. Glitzerstein! Woo! Die Frage ist, welches Item wir... wir sollten mal... ein Reparaturpulver nehmen. Oh, und zur Vorsicht auch mal ein Brötchen futtern. So.
Euro. Wer weiß, was wir noch an Schaden kriegen könnten. Ah, okay. Diese Spitzenkastanien werden wir wohl für die Eule da brauchen. Hier haben wir wieder Adler. Zack, Schild. Okay. Aber die ganzen Dinger bringen uns ja noch nichts, solange wir keine Häuser oder dergleichen finden. Oh, die Frame Drops sind langsam doch an einem nervigen Status. Eine Fackel erhalten, okay. Was erhalten wir hier? Geh auf, Sesam, öffne dich. Einen Zweig. Okay. So, und hierhin. Aber Markus, bevor ich jetzt nur sage, hierhin und dahin und bla und bla und tätere, was steht bei dir im Moment an? Momentan steht Pause an. Weil, ja, ich habe da so einige Hardware-Probleme, die noch behoben werden müssen. Und dann geht's wieder weiter. Okay. Hardware-Probleme inwiefern? Dass die Spiele, die du aufnehmen möchtest, nicht laufen? Oder weil, Ja. Also eher die Spiele, die ich aufnehmen will, oder wo ich Bock drauf hätte, diese aufzunehmen, die laufen nicht unter meinen Systemvoraussetzungen. Und ja, da muss ich halt mal gucken, wie ich das finanziell geregelt kriege. Leute, ihr habt's gehört. Wir errichten ein Spendenkonto via PayPal und dann dürft ihr fleißig spenden. Nein, das machen wir natürlich nicht. Ich meine, wer das will, kann es natürlich gerne tun, aber das war jetzt eigentlich nur just for the lulz und jetzt denkt nicht, oh mein Gott, die fangen an zu battlen, what the fuck? Nee. Also das auf gar keinen Fall. Nee, ja. Sieht ja ab nächsten Monat dann sowieso so aus, dass ich dann wahrscheinlich mal wieder arbeiten gehen kann und dann wird das Finanzielle sich auch wieder regeln. Und dann denke ich, wird das relativ zügig passieren, dass hier vernünftige Hardware hinkommt und dann klappt dann schon. Hey Baby, durch dich wird meine Software zur Hardware. Oh geil. Samstag haut wieder ab. Nö. Was halten wir denn hier? Normales Wasser. Yay. Ah, der Mittwoch, der kommt näher. Der Mittwoch hat eine Axt. Unlustiger Clown. Wir halten wieder ein Schild. Und noch ein Schild. Okay. So langsam komme ich mir verarscht vor. Ich komme mir vor wie im Schilderwald. Deutschland, der Schilderwald. Juhu! So, den Zauberkristall natürlich ganz zum Schluss. Also die Kastanie haben wir ja schon. Also die wird definitiv für die Eule sein, wenn ich das da richtig verstanden habe. So kommen wir zum Samstag. Aua, die tun echt weh, die scheiß Viecher. Rote Beere erhalten. Wofür die rote Beere auch sein soll, noch weiß ich es nicht. Schauen wir mal nach. Gleich. So. Da wäre das Blümchen dann auch hinüber. Ich muss sagen, hier werden Items echt häufiger gedroppt als in der Götterbiesthöhle. Wieder eine Nussbombe. Ich möchte mal schauen. Setzen wir da mal so eine Nussbombe ein. Cool. Magiertod erhalten. Okay, das war wieder was zum Einsetzen für in die Waffe. Und damit hätten wir Revier 1 auch schon fertig. Anti-Kleber-Amulett, okay.
Es ist also dasselbe, wie wir da oben haben, also dass wir kein Gift kriegen. Das hatte der Whitefield mir ja auch erklärt, wenn wir, damit wir diesen Effekt Gift oder so halt nicht kriegen, muss es da oben als aktiver Gegenstand drin sein. Deswegen war ja auch hier das automatische Reparaturpulver drin. Und ich habe ganz vergessen, hier, aber wie gesagt, kommt für einen Nom-Nom. Nom-Noms Durst wird um 1 erhöht. Ich finde Nom-Nom immer noch toll. Manche Eulen mögen angeblich diese Frucht. Okay. Muss man jetzt nicht verstehen, oder? Oder ist das jetzt für hier, für dieses Fragezeichen? Weil dann behalte ich das. Dann mache ich mich jetzt vor dem Fragezeichen Safe State und... Weil wegen Leveln und so. Ein schwebendes Blatt. Hier Lost Surface Data. Nö, dem scheint nicht so. Okay, müssen wir halt da mal schauen, was dann da reinkommt. Ich würde sagen, wir begeben uns zu der Eule. Lauf! Nicht Forest. Nein, wir sind hier nicht im Spiel drin. Nicht? Nein. Aber warum? Nichts, aber warum? Das ist so. It's Nom Nom Time. Oh, Nom Noms Waffe müsste dringend repariert werden. Oh, haben wir noch 4-mal Reparaturpulver. Sollte hoffentlich reichen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass Nom Nom schneller ist als der liebe Eis. Okay, der Eis hat einen richtig dicken Arsch, ich meine. Ne? Dagegen hat unsere Nom Nom die Geschmeidigkeit und Geschwindigkeit einer Raubkatze. Nein, ich verkneife mir meinen Kommentar. Besser ist das. So. Jetzt die Frage. Safe State? Nö. Also, und die rote Beere will sie nicht. Aber die ist weg, okay? Da zappelt sie mit den... mit den Fühlern. Ja, dann hätte ich aber den Safe State geladen, weil wer weiß, wofür du die Erdbeeren brauchst. Hab ich ja. Ich habe ja extra den Safe State geladen. Also, okay. Dann habe ich jetzt nicht Kraft. So. Ist gerade an mir vorbeigefliegt. Ist die Eule an dir vorbeigeflogen? Nee, gefliegt. Wortwitz des Tages. So, dann schauen wir doch mal. Config und zusammenbauen. Aha, wir können also schon mal einen Brunnen basteln. Also, können wir schon mal... Nee, geht nicht. Ein Dach schützt vor Regen. Okay. Nein. Erleuchtet Dunkelheit. Vielleicht hier. So. So, cool. Sollte kein Loch haben. Ein Eimer. Okay. Sonst haben wir noch nichts. Okay. Oh, ich würde sagen, den Brunnen setzen wir mal hier hin. So. So, gehen wir mal gucken. Hallo, Brunnen! Ziemlich leerer Brunnen. So, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben den Eulenwald gesehen, wir haben die neue Stadt gesehen und wir haben unsere Aufgabe gesehen, die wir hier zu tun haben. Dass die nicht gerade klein ist. Richtig, weil wir sehen ja, was für ein riesen Dörfchen das hier werden könnte. Und deswegen würde ich sagen, lasst uns doch mal im nächsten Part den Eulenwald ein klein wenig näher unter die Lupe nehmen. Und so ein oder zwei oder drei Ebenen vielleicht schaffen. Und
IceAge88 sagt, wink, winke. Der Markus trollt mich natürlich. Genau, wie immer. Euer Mr. Darkness Project sagt dann auch mal bye bye. Haut raus. Ciao.